Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mal wieder. Ich bin voll im Vlogging-Fieber quasi. Heute ist ein ganz normaler Alltagsvlog. Ich gehe jetzt erst arbeiten bis mittags und dann gehe ich nach Hause und dann darf ich den Haushalt machen und Wäsche und alles, was so liegen geblieben ist in den Tagen, wo ich gearbeitet habe. Und wir waren jetzt gerade schon eine Runde spazieren mit dem Smurfy. Der kriegt jetzt erstmal frisches Wasser hier von mir. So. Das ist nur Wasser. Er denkt, jetzt gibt's Fressen. Hier, ist nur Wasser. Muss er auch nicht warten, ne? Ja, ich muss halt auch die Betten beziehen und so, alles so Sachen, die ich nicht so gerne mache. Wir sind immer noch voller... Ja! Ja! Ja, wir sind immer noch voller Euphorie, weil wir ja gestern beim Anwalt waren und so positiv bestärkt wurden. Ja, weil man halt so jahrelang hier so unterdrückt gelebt hat in der Mietwohnung und die Vermieter einem durch die Fenster geguckt haben, was man hier so macht und so, dann nimmt man vieles einfach so hin und so. Und der hat uns halt so wirklich gesagt, das geht gar nicht, ne? Und dann verfasst er jetzt den Brief für die und wir sind so gespannt, was da rauskommt. Ja, ob sich dann wirklich einiges ändert und halt auch, ob der Schimmel hier alles vernünftig behoben wird. Ja, wir freuen uns total, dass das so positiv war gestern beim Anwalt. Ich mache uns hier heute einen Shake wieder. Der ist diesmal mit Kokosnuss und Mango und Banane natürlich. Ich habe das jetzt hier vor unserem Spaziergang schon vorbereitet, weil das halt gefroren war, die Kokosnuss und die Mango. Und jetzt ist es hoffentlich aufgetaut. So, das ist unser Anti-Corona-Shake. Ja. Ein bisschen Kokosnussstückchen sind noch drin. Lecker. Boah. Ganz schön viele Stückchen noch drin. Lecker, aber schwierig zu schlucken, wenn da so viele Stückchen drin sind. Wir haben eine neue Leine für Smurfy geholt. Weil uns ja schon mal eine gerissen ist, aber der Karabiner ist kaputt gegangen. Ja, aber den Karabiner würde ich jetzt auch nicht so trauen. Warum? Wegen der Schraube? Weil das halt nur so eine komische, ne? Ich weiß nicht, wie sie das nennt. Ich komme gerade nicht drauf. So eine Schelle ist da drum. Siehst du das hier? Den brauchst du auseinanderdrücken und dann fluppt das raus und zieht sich raus. Aber die hat gute Bewertung gehabt. Ist halt nur, ne? Ja. Wenn er sich losreißt. Wollen wir die zurückschicken wieder? Nein, ich würde hier einfach einen anderen Karabiner durchhören. Der hätte ja keine Bauchschmerzen. So ist das gutes Material. Das ist auch gut, gut gesplisst. Ja, Hund ist König. Ist er wirklich. Ach, guck mal, hier ist echt schön. Fühl mal. Ja, die ist, deswegen habe ich die genommen, weil die andere immer, die günstigen, immer so einschneiden. Wie viele Meter hat die? 10 Meter. Ja. Die gab es auch mit 20 oder mit 15 Meter. 10 reicht doch vollkommen. 10 reicht, ja. Die wird ja auch nass. Ja, wenn man die zu lange hat, wenn man die 30 Meter, die ist dann immer so viel auf dem Boden und wird durch die Kacke, Hundekacke gezogen. Ja. Und dann gucken, wenn der Karabiner reißt, dann würden wir immer noch einen anderen drum machen. Ja. Oder er beißt ihn einfach direkt ab. So, ich probiere gerade die Schleppleine aus. Und die ist richtig angenehm. Die anderen, die haben immer so eingeschnitten am Handgelenk. Ja, so. Ich habe jetzt schon Feierabend. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich gehe jetzt gleich nach Hause nach unserer Runde hier. Und dann geht's los mit dem Haushalt. Ich bin jetzt schon etwas länger zu Hause und ihr könnt jetzt schon im Hintergrund sehen, etwas ist schon passiert. Ich habe schon ein bisschen aufgeräumt und war schon ein bisschen fleißig.
Eigentlich müsste ich noch die Fritteuse jetzt sauber machen, aber ich habe gerade ehrlich gesagt keine Lust. Wir haben nämlich schon hier das Fett geholt dafür. Wir brauchen dann immer zweimal Fett für einmal Fritteuse. Und da ich keine Lust habe, die jetzt sauber zu machen, und die nervt mich aber, wenn die da steht, räume ich die jetzt weg. Rein. Und das ist auch der Schrank, wo ein Gerät, dieser Mixer, der ist doch geschimmelt, habe ich euch erzählt. Also dahinter ist vermutlich der Schimmel. Hinter diesem großen Schrank. Da oben ist ja auch Schimmel. Und dann müssten die das quasi alles hier abbauen. Wie auch immer die das dann machen. Die Fußleiste haben wir auch schon mal abgemacht. Die kriegen wir gar nicht mehr richtig installiert, so wie die war. Ja, da muss, keine Ahnung, ein Küchenprofi dann kommen. Ach, ich sag euch Leute, das ist echt doof mit dem ganzen Schimmel. Packe ich die jetzt einfach da rein wieder in den Schrank. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ey, Smurfy! Oh. Machst du da? Ja, machst du da? Hm? Ja, hast du ausgeschlafen? Ausgeschlafen? Wir hatten ihm den hier bestellt. Mach mal kurz auf, ich will das eben zeigen. Aus. Warte. Stopp. Smurfy, mach mal Sitz. Sitz. Blamier mich nicht vor der Kamera. Sitz! Warte! So, und zwar hatten wir den geholt, der ist mit so Gumminoppen. Der ist fürs Fell und der ist voll doof. Der ist nicht so gut. Nein, Sitz, habe ich gesagt. Sitz! Vorführeffekt. Jedenfalls ist der nicht so gut und der Smurfy findet diese Noppen total interessant. Hör doch mal auf! Total interessant und damit er die nicht abbeißt und knabbert und dann halt runterschluckt, haben wir die so nach innen gedreht und dann kann er, ja, seht ihr ja, damit spielen. Du irres Tier, du irres Tier. Die Fritteuse ist weg, den Mietvertrag muss ich auch wieder wegpacken von gestern. Ab in den Schrank und dann muss ich hier unser Chaosbett beziehen. Und ihr seht hinter mir auf dem Schrank das Chaos. Und einige, die meine Vlogs schon länger schauen, die wissen, was dieses Chaos auf dem Schrank zu bedeuten hat. Wir fahren ja hoffentlich bald nach Ungarn. Oh, jetzt habe ich hier... Moment, ich muss mal eben den Mietvertrag hier einsortieren. Auf, Smurfy. In Zerstörerlaune. Ich merke es schon. So. Und auf diesem Schrank sammeln wir immer schon die ersten Sachen, die wir dann so mitnehmen in den Urlaub. Sowas wie Mehrfachsteckdosen und so. Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon in Ungarn was dagelassen. Also wir haben sehr viel schon dagelassen. Aber weil das jetzt so lange her ist, weiß ich gar nicht mehr, was wir alles da haben. Und deswegen... Ja, nehmen wir einfach doppelt mit und zur Not, was wir nicht da haben, das kriegen wir ja auch alles da gekauft, würde ich sagen. Das ist halt so wild. Aber wir haben halt gerne alles von Anfang an dabei. Wir fahren auch nicht alleine nach Ungarn, wir nehmen noch jemanden mit, ein Kind. Und ja, wir freuen uns schon total und hoffen natürlich, dass es auch was wird und nicht, dass es wegen der Krise da, nicht Krise, aber wegen Corona halt abgesagt wird, dass die Grenzen zugemacht werden. Der ist überhaupt nicht frech, ne? Smurfy, runter. Ey, hast du jetzt mein gutes Spültuch? Mein, ey. Das ist nicht mein Spültuch, das ist mein Abtrockentuch. Die sind so genial, die habe ich euch schon mal verlinkt und einige haben sich die auch bestellt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Die müsstet ihr ja mittlerweile schon haben. Also wir sind echt begeistert davon. Und haben uns ganz viele davon bestellt. Also was heißt ganz viele? 2-3 Pakete hat der Bernd, glaube ich, bestellt. Und ja, mich würde interessieren, ob ihr die genauso toll findet. So, dann habe ich schon Küche weitermachen hier. Ein bisschen sauber machen. Ich habe schon das
Bett von meinem Sohn bezogen. Da habe ich schon gesaugt und gewischt. Oder eher gesagt, der Roboter hat gesaugt und ich habe gewischt. So, heute ist er in guter Laune zum Zerstören. Smurfy, runter vom Tisch. Runter. Wartet mal kurz. Ich beziehe jetzt hier unser Bett. Jetzt sitzt du ganz brav, ne? Und guckst zu. Ja. Ihr könntet mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie oft ihr euer Bett bezieht. Also ich beziehe jetzt unser Bett so ungefähr einmal die Woche. Meistens alle 5 bis 6 Tage schon, ehrlich gesagt. Ey, du bist ein Schlawiner. Erzähl mal, wenn der Smurfy Mist macht, ne, dann wedelt er immer mit dem Schwanz. Der freut sich dann, wenn der Mist macht. Du irres Tier. So, jetzt gehen wir mal gucken, ob die Waschmaschine schon fertig ist, die ich gerade angemacht habe. So, ja, ist sie. Super. Ich habe nämlich gerade, das war ein Versuch, Smurfys Halsband, also das Geschirr gewaschen. Ja, sieht noch aus, als ob es lebt. Das stand nämlich, als ich das gekauft habe im Internet, da stand es, dass man das waschen kann. Bei 800 Umdrehungen und 40 Grad. Und das habe ich jetzt einfach mal versucht und hatte Angst, dass es kaputt geht. Aber es ist noch ganz. Das Einzige ist halt, dass es nicht richtig sauber geworden. Ja, ihr seht, hier sind immer noch so Spuren vom Dreck. Aber ja, es ist wesentlich sauberer als vorher und es ist nicht mehr so sandig und matschig. Und das ist ja die Hauptsache. Dann hänge ich das jetzt hier auf die Heizung und dann kann das trocknen. Genauso wie die neue Leine. Da habe ich da oben so einen Haken dran gemacht und hänge die dann immer hier dran, dass sie trocknen kann. So, Bettwäsche hier rein. Ja. Oh, 4 Stunden 4. Das geht ja super schnell. Und ich sag euch, seitdem wir den Trockner haben, ich benutze keinen Weichspüler mehr. Voll super. Ja, braucht man halt nicht. Die sind dann schön weich, die Sachen. Super. So, dann etwas, was auch immer wieder, hallo, mit dem Handy gefilmt heute, passiert ist, dass ich morgens hier alles stehen lasse im Bad. Und die anderen natürlich auch alle. Ich habe jetzt einfach hier eingesprüht gerade. Den Kamm kann ich auch einmal abwaschen. Ja, das bleibt halt alles immer so stehen tagtäglich und das sieht dann immer so unordentlich aus. Und deswegen, wenn ich so Zeit habe wie jetzt, dann mache ich das einmal alles aufräumen und einmal alles sauber. Ja, wo ich euch gerade schon einen Lappen empfohlen habe, den kann ich euch auch empfehlen. Die habe ich euch auch schon mal empfohlen. Und zwar gibt es die, Moment, die gibt es auf dem Trödelmarkt zu kaufen. Da haben wir die meistens gekauft. Die gibt es aber auch bei Amazon, da haben wir die auch schon mal gekauft, weil wir die nicht mehr auf dem Trödelmarkt gefunden haben. Das sind halt so Fenster- und Spiegellappen. Und dieser hier, den ich jetzt hier habe, der ist schon sehr alt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich den habe, aber bestimmt schon 8 Jahre. Und damit werden halt Spiegel und Fenster streifenfrei. Also hier habe ich jetzt auch gerade unseren Spiegel sauber gemacht. Und auch sowas wie die Waschbecken trocken machen oder sowas mache ich damit. Und der ist super saugfähig. Also schaut mal entweder bei Amazon oder auf dem Trödelmarkt oder Wochenmarkt. Da gibt es halt immer solche
Dinger und die kann man echt bei 60 Grad waschen. Und die erleichtern einem wirklich den Hausfrauenalltag. Der hat jetzt gesaugt, während ich mit dem Hund spazieren war. Ich würde ihn mir immer wieder holen. Oh, meine Brille ist noch dunkel, weil ich jetzt gerade erst reingekommen bin. Ich wollte jetzt eben hier, das seht ihr gar nicht, den Dampfgarer rausholen, da wir heute Spargel, Tiefkühlspargel machen. Den mache ich immer im Dampfgarer. Und dazu gibt es dann Kartoffeln. Die schäle ich aber und mache die nicht im Dampfgarer, weil dem Bernd das besser, nicht besser schmeckt, wenn die so geschält und gekocht sind, sondern weil er sagt, es ist so nervig, die zu schälen, wenn die dann so heiß sind, die Pellkartoffeln. Deswegen schäle ich die heute noch ganz normale Kartoffeln dabei. Und jetzt bereite ich erstmal nur den Dampfgarer vor und packe den Spargel da rein, weil dann kann der schon mal ein bisschen antauen. Was wedelst du jetzt so mit dem Schwanz hier? Wegen dem Spargel? Der ist übrigens aus dem Aldi. 1 Kilo Spargel und ich weiß gar nicht genau, was der kostet. Ich glaube 7 Euro. Der ist halt direkt fertig. Man muss den nicht mehr schälen, gar nichts. Sehr praktisch. Und bis jetzt hat er einmal nicht geschmeckt. Einmal war der so bitter. Aber ansonsten war der immer lecker. Und es gibt ihn auch außerhalb der Spargelsaison. Die Spüle muss ich gleich noch aufräumen. Ich hatte die Spülmaschine angeschmissen und die ist jetzt gleich erst fertig und dann kann ich die ausräumen und dann die Sachen aus der Spüle da reinräumen. Die läuft ständig bei uns, die Spülmaschine. Jetzt ist hier Wasser drin. Geht dann über eine Stunde nachher der Wasser, wie heißt es denn jetzt hier, Dampfgarer. Ihr seht auch, der ist total alt schon, abgenutzt, aber er tut's noch, deswegen ist er noch bei uns. Warum soll man den ersetzen, ne? Spargel drauf und den Deckel drauf. Und dann muss ich nachher nur den Stecker reinstecken. So, die Spülmaschine ist auch endlich fertig. Die sind auch cool. Die habe ich für unseren Sohn bestellt für die Schule. Da habe ich 2 verschiedene. Einmal die, kann man hier so ein Brot machen und zumachen. Und die hier. Da hat er dann auch 3 Fächer. Ja, auch sehr zufriedenstellend. Ja, dann werde ich jetzt nur noch hier die Spülmaschine ausräumen und nachher die Kartoffeln schälen und sowas halt alles den Tisch decken. Also es wird nicht mehr viel passieren heute. Und deswegen würde ich dann jetzt hier den Vlog beenden. Und ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Morgen weiß ich noch nicht, ob ich vloggen werde. Wenn ich jetzt bis morgen sage, dann ich halte es wie immer, nicht wie immer, aber wie oft offen. Ich erlaube mir eventuell einen Tag frei. Mal schauen, wie ich morgen drauf bin. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!